Was beschreibt unser Fairtalk-Konzept am besten? Am besten wird es beschrieben durch Value for Value. Also wir geben euch einen Wert in Form von Talkshows, von Talksendungen, von anderen Perspektiven und ihr gebt uns dafür einen Energieausgleich. Also auch einen Value, damit wir diese Formate auch in Zukunft produzieren können. Das ist ganz einfach erklärt, das, wie wir seit 4 Jahren Fairtalk auf den Weg gebracht haben. Danke für eure Unterstützung. Auf Augenhöhe. Schönen guten Abend aus Düsseldorf. Hallo, herzlich willkommen. Hier sind die Fragen und Antworten zu unserer Sendung Die Macht der Zyklen, Rendezvous mit dem Schicksal. Wenn ihr diese Sendung noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an. Die ist so voll mit Impulsen und das waren 2,5 Stunden. Wir haben gerade mal geschaut und denken, das könnte fast ein neuer Rekord geworden sein. Also eine große Empfehlung, da reinzuschauen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fragen aus unserem Publikum hier in Düsseldorf. Hallo erstmal, guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich bin Nicole. Ich bin ja, Applaus gerne, ruhig. Genau. Klatschen geht immer. Ich bin heute aus den Niederlanden angereist. Seit 2021 interessiere ich mich für Spiritualität, bin so auf das Thema gestoßen durch gewisse Umstände. Und ich denke, es ist vor allem vielleicht eine Frage an die ganze Runde, aber vielleicht auch vor allem an den Herrn Denk. Und zwar würde mich interessieren, was Sie zu dem Thema Reinkarnation sagen. Also Zyklen, Wiedergeburt, gibt es das und... Also ich antworte mal, aber ich lasse das natürlich offen für andere noch. Für mich ist das keine Frage mehr und auch kein Glaube mehr, sondern ein Wissen. Das hat einige persönliche Gründe, aber ich habe auch gesagt, ich bin dem Hinduismus sozusagen verpflichtet, wobei ich interessant halte da Vorträge drüber. Ich habe auch, also nicht nur ich, auch andere. Also es gibt in der Bibel tatsächlich aber auch Stellen, wo man vergessen hat, das rauszulöschen. Es ist ja bekannt, dass die Bibel ein bisschen redigiert wurde, um es mal nett zu formulieren. Beim Konzil von Nikea, aber es gibt Stellen, wo Jesus mit seinen Aposteln oder seinen Jüngern über Reinkarnation redet, als wäre es die normalste Sache von der Welt. Aus meiner Sicht macht das auch überhaupt nur Sinn mit Reinkarnation, weil warum komme ich einmal auf die Welt, vielleicht auch als Kind und sterbe gleich wieder? Wie passt das zusammen mit einem gerechten Gott und überhaupt einem logischen Modell? Ja, und das ist natürlich in der Kirche sehr praktisch gewesen damals, weil wenn natürlich jeder nur ein Leben hat und dann in der Hölle schmort, wenn er nicht ganz brav seine Ablasssteuer gezahlt hat, dann ist das natürlich viel druckvoller, als wenn ich weiß, okay, es ist nicht alles egal, was ich mache. Es gibt ein Gesetz des Ausgleiches. Also ich muss die Sachen wieder ausgleichen. Aber im Endeffekt komme ich schon öfters. Ja. Und spannenderweise, ich will es auch nicht zu lange machen, da könnte man 2 Stunden eine Sendung machen drüber. Machen wir nochmal eine neue Sendung, ja, auf jeden Fall. Spannendes Thema. Es gibt sogar meiner Ansicht nach eine Art wissenschaftlichen Beweis dafür. Es gibt den Professor Stevenson und Dr. Jim Tucker, die über Jahrzehnte über 1000 Kinder interviewt haben erstmal, die sich erinnern. Meistens passiert das, wenn sie sehr klein sind, gerade so sprechen können. Dann können sie sich an vorherige Leben erinnern. Und dann haben sie nachgeforscht, ob sie die Person finden, also die, wo sie gelebt hat. Und da kamen sehr, sehr interessante Ergebnisse raus, teilweise mit Details, die zu dem Zeitpunkt, wo sie Nachforschung angefangen haben, gar nicht wissen konnten, aus Geschichtsbüchern oder so. Es waren auch praktisch nie Prominente, die sie vorher waren. Ja. Und das ist akribisch gemacht worden. Und da ist schon die spannende Frage, woher wissen das diese Kinder so genau, wenn sie nicht eventuell dieser Mensch vorher gewesen sind? Also für mich ist das gar keine Frage, aber es ist meiner Ansicht nach auch kein Widerspruch zum Christentum, wie es momentan viele, sagen wir mal, sehr bibeltreue Christen ja auch anders sehen. Gibt es dazu noch eine? Dankeschön. Gibt es dazu noch eine Anmerkung? Benjamin, du schaust zweifelnd.
Also ist jetzt nicht ganz mein Fachbereich. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du als Wirtschaftsinformatiker sagst, so ja, das ist so. Wie gesagt, als Anhänger der österreichischen Schule übe ich mich jetzt nicht in der Wissensanmaßung. Also ich könnte da jetzt einige Dinge zu erzählen. Also ich fand es hervorragend, wie du das ausgeführt hast und denke, ja, viele Dinge, die man nicht beweisen kann, aber auch nicht sehen kann, die sind dann trotzdem da. Ne? Also ein bisschen schwierig, das auf den Punkt zu bringen von meiner Seite, aber alles bestens. Es gibt da zwei wirklich spannende Bücher. Einmal von Pim van Lommel, Endloses Bewusstsein, und auch das Buch Soul Survivor als Empfehlung zu dem Thema. Da geht es auch um genau das, was Peter gerade beschrieben hat. Vielen Dank, Nicole, für die Frage. Oder Andreas, Gerrit? Nee. Ich habe ja? ein schönes Bild. Also ich bin hundertprozentig dabei, dass es Reinkarnation gibt. Und es gab mal so ein schönes Bild. Ein alter Mann und ein Junge sitzen auf einer Bank. Und der alte Mann sagt, das mit der Reinkarnation, das stimmt alles nicht, das gibt es nicht und so weiter. Und dann sagt der kleine Junge zu dem Opa, das habe ich in deinem Alter auch geglaubt. Schön. Ja. Eine nächste Frage hier im Publikum. Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei Fairtalk. Hallo, ja, mein Name ist Claudia. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Danke. Und ich habe eine Frage in die Runde. Ich habe mal Videos gesehen über ein Buch, das hieß The Fourth Turning. Den Autor habe ich vergessen. Kennt das jemand? Vielleicht Benjamin Mudlack? Leider nicht. Nee. The Force Turning. The Force Turning, da ging es auch um Zyklen eben, deswegen. Den Aufstieg und Fall von Imperien, wenn ich es richtig im Kontext habe. Ne? Ich habe es selber nicht gelesen, ich kenne nur den Kontext des Buches. Okay. Ja, das würde ich jetzt schön finden, wenn wir über ein Buch reden, was wir alle nicht kennen. Was auch ja, Claudia ich nicht kennt. Ich kenne es auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich wollte nur sagen, vielleicht, ich dachte, es kennt vielleicht jemand. Nein, ich kenne, das ist so, also bei den vielen Büchern, und es geht mir auch ganz oft so, ich lese ein Buch und dann irgendwie ein halbes Jahr später will ich darüber noch was erzählen und es kommt einfach nicht mehr. Deswegen, ich mache mittlerweile hier so mit Textmarker, meine Bücher sind immer voll mit Textmarker, die wichtigen Stellen. Nee, scheinen wir jetzt hier. Man könnte natürlich zum Aufstieg und Fall von Imperien einiges sagen, dass es da Zyklen gibt und dass es so ist, dass man das irgendwie bezahlen muss, dass man sich dadurch verschuldet. Und wir sehen das ja gerade, die USA unterhalten, glaube ich, 800 Militärstützpunkte in 80 Ländern. Das ist recht teuer. Diese 800 Stützpunkte bewachen die Hegemonie, bewachen die Reservefunktion und die Leitwährungsfunktion des Dollars in gewisser Weise. Das haben wir mehrfach gesehen. Ich habe dazu auch mal etwas veröffentlicht beim Mises-Institut. Eine Dreierreihe zu den Säulen der Hegemonialmacht, so war das genannt oder so hatten wir das genannt seinerzeit. Und letztlich ist es immer so, dass diese Überdehnung irgendwann dazu führt, dass sie zusammenbrechen und dass es dann halt irgendeine andere Macht gibt, die dann versucht, den Hegemon vom Sockel zu treiben. Ne? Und letztlich sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt, wo wir in dieser Endphase irgendwo sind. Das kann man, glaube ich, feststellen. Ne? Ich habe noch ein, zwei Gedanken dazu. Das Geld und das Finanzsystem sehe ich als sehr, sehr wichtig. So das Oströmische und Weströmische Reich ist also ein klassisch angeführtes Beispiel auch für die unterschiedliche Geldpolitik, die da gemacht wurde mit dem Solidus Ostrom. Ne? Ich verwechsel die beiden immer. Ne? Solidus Ostrom, die über teilweise 700 Jahre sehr stabil sein konnten. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie Inflation in dieses Geldinstrument gebracht haben, kam der Fall relativ schnell. Dann aber unterhalb dieses geldpolitischen Wesens, dann aber auch was sehr, 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 sehr Tastbares und Reales, nämlich die Böden. Das, was wir essen haben, die Qualität des Mutterbodens, die Qualität dessen, wo wir unsere Nahrung herziehen, wo es unterschiedlichste Ideen und Prophezeiungen darüber gibt. Alle sind sich einig, die Bodenqualität leidet. Wie viele Generationen oder wie viele Jahre haben wir noch Mutterboden, aus dem eine ganze Zivilisation, auf dem eine Hochkultur hervorgebracht werden kann? Und die Perspektive, zu der ich am nächsten bin, ist die energetische Perspektive. Und zwar gar nicht mal so im spirituell-energetischen, sondern einfach so, wie viel Energie habe ich als Mensch? Und wie viel habe ich Energie, um mit meinen Händen etwas zu schaffen, etwas zu bauen? Ich komme ja aus Köln. Eben dachten Leute, ich komme aus Österreich. Aber ich komme nicht aus Österreich. Ich habe nur über die österreichische Schule gesprochen. Aber ich komme aus Köln. Kölner Dom. Der wurde über viele hundert Jahre von Menschenhand geschaffen. Und da braucht es halt einerseits eine wichtige Form von
niedriger Zeitpräferenz und Glaube an etwas sehr viel Höheres. Dann braucht es aber auch einfach energetische Kompetenz von Menschen, die anpacken. Dann ist kognitive Kompetenz da, die ist energetisch versorgt. Handwerkskompetenz. Und ich sehe einfach, dass wir in so einer Reihe von Krisen quasi unterwegs sind. Bodenqualität und aber auch die energetischen Fähigkeiten. Einfach, wie viel Energie haben wir als Menschen? Das finde ich sehr wichtig. Und da kommt die Nahrung. Ne? Die Nahrung gibt uns Energie, die Bewegung gibt uns Energie, der Sonnenkontakt, der Naturkontakt gibt uns Energie. Und das ist so wichtig, dass wir das kultivieren, weil darauf werden Hochkulturen gebaut. Und das Römische Reich brauchte... Du hattest das gerade erwähnt, dass das Römische Reich das Geld auch verschlechtert hat, den Silbergehalt herabgesetzt hat. Ich glaube, 52 Jahre hat das ungefähr gedauert, bis er fast auf die von 100 nahe 100 auf die Nulllinie gesetzt wurde. Und die Amerikaner haben jetzt von 1971 35 Dollar eine Unze Gold. Heute sind wir bei weit über 2000. Die haben im Grunde etwas über 50 Jahre gebraucht für den gleichen Niedergang des Geldes, ne, Geldverschlechterung, wie das beim Römischen Reich war. Ne, weil es heute ist ja wesentlich leichter. Geldentstehung per Buchungssatz, das geht schneller. Ne, aber das stößt an seine Grenzen, das stellen wir alle fest. Also das nochmal als Ergänzung, weil du diese Analogie aufgemacht hast. Ne, dass es halt immer die wiederkehrende Elendsgeschichte ist, dass ein Imperium oder ein aufsteigendes Imperium mit hartem Geld anfängt. Und es dann immer weiter verschlechtert, um eben den Machthunger zu stillen und den Staatshaushalt irgendwie zu finanzieren. Ne? Und natürlich auch, wenn ein Land kriegerisch unterwegs ist, dann kommt es an Bodenschätze etc., dann kann es die Spielchen noch länger treiben und irgendwann wird es dann problematisch. Deswegen hat Mises auch gesagt, Ludwig von Mises, wenn man Krieg auf der Welt vermeiden möchte, dann muss man den Einfluss des Staates auf das Schärfste einzuschränken versuchen. Das sagte er. Also, dass der Staat sehr eng verbunden ist mit dem Krieg und das Geld logischerweise auch, weil irgendwie muss es bezahlt werden. Ich finde es auch eine schöne Gesprächsplattform, weil man fragt sich dann auch vielleicht auf, wie kann man Gespräche aufbauen, gerade wenn man sich so unterschiedlicher Meinung ist. Also ich bin auch der Überzeugung, dass gerade durch die unterschiedliche Meinung entsteht was, aber man ist ja nicht immer so in so einer schönen Situation und man hat vielleicht Konflikte in Familie, Freundeskreisen und so. Und ich finde die Fragestellung danach, was ist eine Hochkultur? Was bedeutet es, eine Hochkultur zu sein? Und dann auch von da aus zu gehen, sind wir eine Hochkultur? Gab es mal Hochkulturen? Was bedeutet für dich eine Hochkultur? Was bedeutet auch hohes Leben? Das als ganz offenes Ding, abseits aller irgendwie Verkantungen im Hier und Jetzt und Vergangenheit und Pipapo, finde ich ein sehr schönes Gesprächsthema, wo man auch mit Leuten, mit denen man irgendwie scheinbar nicht zusammenkommen kann, gut zusammenfinden kann. Guck mal, so entstehen gleich neue Sendungen während der Sendung. Das ist doch super. Und deswegen ist auch wichtig, dass du das eben nochmal klargestellt hast mit der österreichischen Schule. Sonst hätte vielleicht der eine oder andere gedacht, da saß ein Österreicher, der in der Kölner Schule war. Und ja, so schnell. Ich sage nur Nachrichten in einfacher Sprache. So schnell entstehen Missverständnisse. Haben wir eine weitere Frage oder noch eine Anmerkung dazu? Ich hätte noch eine kurze. Ich will vielleicht mit einer Buchempfehlung zu dem Thema, weil das wohl in dem Buch drinsteht, wie du gesagt hast, Imperien. Ich weiß gar nicht, ob das Buch überhaupt noch neu gibt. Das ist der Synchronizitätsschlüssel von David Wilcock, der in diesem Buch unglaubliche Parallelen zwischen dem alten Rom und der heutigen USA aufgezeigt hat, insbesondere auch die Zeit der karthagischen Kriege, also Rom gegen Karthago, die auch zeitlich und im Ablauf und sogar bei handelnden Personen sehr, sehr ähnlich dem ist, was zwischen USA und Deutschland im letzten Jahrhundert abgegangen ist. Also das nur mal als kleiner Tipp, das ist wirklich teilweise frappierend. Und da fragt man sich halt schon, Geschichte wiederholt sich nicht, aber reimen tut sie sich wohl definitiv. Ich bin ganz gespannt. Ich werde nach der Sendung gleich googeln, worum es in dem Buch The Fourth Turning ging. Wie das dann hier alles passt, weil wenn du von Synchronizitäten sprichst, bin ich davon überzeugt, dass es passt. Zieh es vor zu schweigen. Ja. Die nächste Frage hier im Publikum. Schönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns bei Fairtalk. Hallo, mein Name ist Max. Hallo Max, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir haben über verschiedene Zyklen heute Abend gelernt. Mich würde interessieren, was die Diskussionsteilnehmer für besondere Zyklen oder bestimmte Phasen haben, die sie aktuell mit großer Erwartung oder Vorfreude betrachten, verfolgen und was ihnen da am meisten Hoffnung gibt. Andreas, willst du da vielleicht mal anfangen? Wir haben heute den 26. und vor zwei Tagen war der 24. Das heißt, wir sind jetzt näher am nächsten Weihnachten als am letzten Weihnachten. Aber ansonsten habe ich schon viel über Zyklen gesagt und würde auch jetzt nichts weiter dazu sagen.
Also ich würde mal kurz was sagen, weil auch hier ein Gast vorhin mich darauf angesprochen hat, was natürlich auch angesprochen hätte werden können. Wir haben von den Maya geredet, es gibt auch die Hopi. Und gerade die Ältesten der Hopi haben vor vielen Jahren mal so ein kurzes Manifest geschrieben, was ich momentan fast ständig zitiere, weil sie gesagt, diese Zeit so gut beschrieben haben. Und sie sagen auch, das ist eine Zeit, wo sich viel ändert. Und wir sind in einem reißenden Fluss. Und dieser Fluss ist sehr stark und viele haben Angst und versuchen sich festzuhalten. Aber nein, geh in die Mitte des Flusses, halt deinen Kopf hoch. Also du musst auch was tun und feiere, wer mit dir im Fluss ist, wisse, der Fluss hat sein Ziel. Und das hat momentan dieser Maya-Zyklus, über den ich gesprochen habe, aber der eben nicht nur bei den Maya ist, sondern bei ganz vielen alten Völkern ganz ähnlich auch so gesehen wird. Und deswegen freue ich mich auf diese Veränderung, die angekündigt wird durch diesen Zyklus, weil diese Veränderung, der Fluss hat sein Ziel und wird zu etwas führen, was wirklich toll und neu ist. Die Frage, kann das sein, dass das auch auf den Bitcoin-Zyklus abzielte, Max? Ich wollte direkt dazu auch was sagen. Ja, weil irgendwie das T-Shirt kam mir verdächtig vor. Gerrit? Mir kamen auch direkt zwei konkrete Dinge, nämlich zwei ganz konkrete Technologien, die mir wirklich Hoffnung machen. Das eine ist Bitcoin und die Frage nach gesundem Geld. Also geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie, da finde ich Benjamins Perspektive sehr schön, freier Wettkampf des Geldes. Und überhaupt diese Idee zu platzieren und Bitcoin als eine Währung, die, ja, sollen die Nationen versuchen, es zu verbieten, sollen sie gerne machen. Und man bestraft sich dadurch im Endeffekt nur selber, wenn man sowas macht. Und das andere ist Social Media mit all den Problemen. Aber das ist eine Dose der Pandora, die ist offen, die wird nie wieder zugehen. Würde ich gerne ergänzen. Also Bitcoin ist eine große Hoffnung, dass sich viele Menschen auf den Weg begeben und sich versuchen, der Wahrheit anzunähern. Die Wahrheit erreichen werden wir vermutlich nie. Also diese Demut sollte man haben. Aber dass auch immer mehr Leute sich mit der österreichischen Schule beschäftigen, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Auch wenn ich mir die letzten 4-5 Jahre anschaue, wie viele Leute mir begegnet sind, wie viele Menschen, wie viele wertvolle Menschen. Jens, wir kannten uns vor 4 Jahren, 5 Jahren auch noch nicht. Nee. Also insofern, da ist viel passiert, viel Vernetzungspotenzial. Und wir sind bei Bitcoin, da sprechen wir auch von Netzwerkeffekten. Also je größer dieser Schneeball wird, der den Berg runter geht, desto mehr Effekt wird er auch erzielt, desto größer ist der Netzwerkeffekt sozusagen. Und das macht mir sehr, sehr viel Hoffnung. Also die Menschen an sich und die vielen tollen Menschen, die ich heute ja auch neu kennenlernen durfte. Also das ist, denke ich, eine riesengroße Hoffnung, weil ohne Menschen, wenn wir es nicht, oder ohne Menschsein, menschliches Handeln zu verstehen, werden wir es nicht hinbekommen. Und gemeinsam eben werden wir da so weiter vorankommen, denke ich. Ja, das macht mir Hoffnung. Schön. Na, das ist dieses, ja, die... Es, weil du das gerade angesprochen hast, mit dem sich kennenlernen. Es geht halt einfach darum, oder das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, Menschen zu treffen, die authentisch sind oder immer authentischer werden. Also die auf dem Weg sind, authentisch zu sein. Und die eben auch kein Lügengebäude mehr aufbauen. Also so wie du... sagst auch, wir kennen uns und wir jetzt nicht irgendwie dann uns siezen kompliziert, sondern tatsächlich miteinander im Kontakt sind, auch über dieses Format hinaus und das auch einfach transparent zu sagen und zu sagen, ja, dennoch können wir hier abends gemeinsam an diesem Tisch sitzen und über sehr sinnvolle Dinge sprechen. Ja, wir sind per Du, es gibt Schlimmeres. Ja. Die nächste Frage hier. In Düsseldorf. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Dario, mein Name aus Köln. Hallo Dario, schön, dass du da bist. Ja, danke. Und vor allen Dingen der Dank geht natürlich in die Runde und an das Format und im Team von Fairtalk. Ich und natürlich an die Kompetenz, die mich in vielen Sachen inspiriert hat. Ich bin recht offen hierher gefahren und bin überrascht, wie viel ich auf meinem Notizzettel stehen habe. Wie zum Beispiel, was braucht die Seele, um zu heilen? Inwiefern hängt Heilung von Trauma und Aufarbeitung zusammen? Hier möchte ich aber erstmal die Frage stellen, warum braucht der Mensch Krisen? Also jeder nickt das ab, jeder weiß, dass eine Krise einen in Bewegung bringt. Die Frage ist nur, wo ist denn, gibt es nicht sowas wie ein Warnsystem vorher, dass wir erst gar nicht in die Krise rein müssen?
Lernt man das nicht? Liegt das nicht auch vielleicht in der Natur und es wird uns abtrainiert? Beruhigend für mich war zu hören von Herrn Beutel, dass das wirtschaftliche Streben irgendwie nicht in der Natur ist. Daran bin ich schon häufiger gescheitert und war froh, das nochmal zu hören. Und das hat mich so etwas beruhigt. Also außerdem Dank an die Runde. Die Frage ist, wie kommt das dazu, dass der Mensch diese Krisen braucht und warum bewegt er sich nicht intrinsisch? Also ich denke, Versuch und Irrtum gehören dazu, um eben aus dem Fehler, aus dem Irrtum zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist mal das eine. Deswegen würde ich auch gar nicht so rangehen, immer von das so negativ aufzuladen, weder Krise noch dass Fehler passieren. Das ist, glaube ich, einfach normal. Das gehört dazu. Wirtschaftlich gesehen korrigieren Krisen eine vorangegangene Fehlentwicklung, eine Fehlsteuerung von Vermögen sozusagen. Und insofern ist es wie so ein Gewitter. Ne? Warum gibt es Gewitter? Also weil es eben die Luft reinigt. Und so ist es da eben auch, dass eine vorangegangene Fehlentwicklung korrigiert wird und dass Ungleichgewichte sich wieder abbauen. Ne? Und im Wirtschaftlichen kommt es dann eben zu Pleiten, ne? Zu Kreditausfällen etc. Das ist das, was völlig normal ist und was man durch die Politik des Herauskaufens, des Gelddruckens und dem Argument der Systemrelevanz komplett unterbunden hat, indem man eben das Scheitern komplett herausgekauft hat und eben mit Gelddrucken beseitigt hat. Und die Effekte sehen wir eben, dass die Geldmenge schneller gestiegen ist, die Preise schneller gestiegen sind als die Nettolöhne. Und das führt eben dann zu Verarmungseffekten, das muss man so sagen. Ja. Ich denke, die Krise, also das ist der Gedanke, der mir gerade dazu kommt. Und das ist auch für mich das Plausibelste, was ich bisher verstanden habe und was ich so auch fühlen kann, ist, dass es eben auf der Seelenebene keine Bewertung der Krise als etwas Negatives gibt. Also für die Seele ist die Krise genauso wertvoll wie alles andere auch. Und wenn man das einmal nachfühlen kann, also ich vermeide bewusst das Wort verstehen, weil verstehen, so war es zumindest bei mir, ich habe vieles verstanden, als ich vor 15 Jahren auf diesen Weg gekommen bin, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, aber verstehen hilft halt nicht, sondern erst, wenn es ins Gefühl übergegangen ist. Und das macht für mich tatsächlich Sinn, dass die Seele sagt, so hart das klingt, und das ist wieder diese übergeordnete Ebene, dass eine Krise ja etwas Wertvolles ist. Genauso wie auch eine schöne Situation etwas Wertvolles ist. Die Seele ist da neutral. Und das ist auf jeden Fall was ich dazu sagen kann. Ja, bin ich völlig bei dir. Insbesondere, soweit ich weiß, ist in China das Wort für Krise und Chance austauschbar. Und im persönlichen Bereich kann ich nur sagen, versucht die Seele häufig auch, vielleicht auch etwas sanfter, den Menschen was mitzuteilen. Aber wenn er es halt nicht hören will, dann wird es halt auch ein bisschen heftiger. Und ich kann ganz persönlich bei mir als Beispiel nennen, also ich habe mit dem, was ich jetzt seit 12 Jahren mache, angefangen. Aber ich habe deswegen damit angefangen, weil ich vorher aus dem Job rausgeflogen bin. Was für mein Ego natürlich gar nicht toll war und was man erstmal als ein sehr negatives Erlebnis bezeichnen würde. Heute sage ich, es ist das Beste, was mir passiert ist, weil wenn ich nicht rausgeflogen wäre aus einem festen Job mit einem guten Gehalt, ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich mache was, ich habe zwar ein paar Ideen, wo das Geld herkommt, aber das muss ja erstmal wachsen, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ja? Und dann, es war sicherlich eine Krise, wenn man rausfliegt aus einem guten Job. Deswegen ganz persönlich, bei mir war das so. Und ich kenne aber ganz, ganz viele Geschichten von Menschen, auch sehr, sehr viele Biografien, wenn man sich die mal anschaut, von sehr erfolgreichen Menschen, sind eigentlich erst dann losgegangen, weil sie vorher durch irgendwas, entweder eine Krankheit oder durch auch einen Unfall oder auch durch einen Jobverlust oder die Firma ist pleite gegangen, einen völlig neuen Weg gegangen sind. Und ohne diese Krise wären sie das vermutlich nicht. Wenn man das von sich ausmacht, im Hinduistischen nennt man das Dharma, was eigentlich die Aufgabe ist, die die Seele sich ausgesucht hat für dieses Leben, was extrem individuell ist, unterschiedlich ist. Wenn man das von sich aus macht, dann muss es keine Krise geben, die einen dahin führt. Aber wenn man natürlich woanders feststeckt und irgendwann heißt es dann, okay, du musst jetzt mal in die Richtung gehen, dann wird die Seele Mittel und Wege finden, dich dahin zu bugsieren. Vielleicht erst etwas sanft, aber irgendwann dann halt auch mit der Holzhammer-Methode unter Umständen, weil das ist deswegen einer der Gründe, warum man gerade hier ist. Und dann geht es eben darum, in dem Augenblick
Und das ist das Schwierige, das loszulassen, wieder ins Vertrauen zu kommen und die Kontrolle halt abzugeben. Weil das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Und das ist auch etwas, das hat lange gedauert, bis ich es verstanden habe für mich. Aber ich kann es auch nicht 24/7 anwenden. Auch ich bin immer wieder in Situationen, wo ich da mit mir hadere und wo Ängste da sind. Aber durch das Bewusstsein, sich das bewusst zu machen, dass dieses Loslassen so toll funktioniert. Ja, und dass dann diese, das Wort klingt fast kitschig, Magie entsteht. Ja, also was wir als Wunder bezeichnen würden, was man oftmals mit Worten nicht beschreiben kann. Das kann ich nur sagen, habe ich in meinem Leben einfach so häufig mittlerweile erlebt und so führe ich es vielleicht zum Thema zurück. Das kann auf keinen Fall Zufall sein. Ich würde dir vielleicht nochmal... ein Wort anbieten. Eine Freundin von mir hat irgendwann mal das Wort Verfühlen geprägt. Also das Verstehen ist das eben vom Kopf her und das Verfühlen ist das vom Herzen. Ich fühle eine Situation durch und da entsteht eine andere Art von Verstehen durch das Verfühlen. Mhm. Dass wir etwas durchfühlen in allen Perspektiven. Das Verfühlen schreibe ich mir auf, das ist ein schönes Wort. Du hast heute schon einen schönen Satz in der Hauptsendung gesagt, da kann man fast ein T-Shirt draus machen. Natur, Leben ist halt so, Ausrufungszeichen. und ich glaube, das kam von dir, Benjamin, finde ich auch super. Sollen ist Wollen für andere, finde ich auch gut. Das fand ich auch toll, ja, genau. Ja. Habt ihr noch einen T-Shirt-Spruch für uns, Peter? Andreas Tietke zitiert, ja. Ja. Aber wenn ich noch zu der Frage was kurz sagen kann. Ja, also klar. Sozusagen zahlentechnisch, Leben entsteht immer aus der Einheit. Wir sind in der Gebärmutter oder wir fangen an mit der Kugel, Eizelle, dann sind wir in der Gebärmutter, Paradies, es ist warm, schwerelos, wir bekommen Nahrung und dann gehen wir aus der Einheit hinaus in die Polarität. Plötzlich ist warm, kalt, hell, dunkel, Essen, Hunger und so weiter. Und das ist eine Grundkonfiguration von dieser Welt. Nur durch das Aufspannen der beiden Pole kann überhaupt Bewegung stattfinden. Und da drinnen findet das Leben statt. Und wir sind ein Teil davon. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, die zwei Gehirnhälften und so. Wir sind eigentlich ein Spiegelbild. Und das löst sich dann auf in der Dreiheit. Also ich mache manchmal Versuche mit Menschen, unterschiedlichste Gruppen, habe so ein Seil zu einem Ring gebunden und dann stelle ich zwei gegenüber und sage, hier nimm einen Finger da rein und du einen Finger rein und dann spannt das Seil mal und dann muss man nichts machen, dann geht das so. Die Polarität kommt sofort ins Wirken, dass die aneinander ziehen und wenn man einen Dritten dazu nimmt, sagt, jetzt nimm du deinen Finger dazu, dann formt sich das sofort zum gleichseitigen Dreieck und es gleicht sich aus. Und das ist erstmal eine Grundkonfiguration dieser Welt und dann pendelt man, das ist halt Leben, ja, auch pendeln und wenn es irgendwo stockt, dann steigert sich's und dann kommt eben die Krise, die das wieder zurückführt zu der Mitte. Und da sind wir ein Spiegelbild davon. Also das heißt, es fehlt uns quasi die dritte Person? Also ich übertrage das gerade auf Beziehungen und denke, Schatz, wir müssen mal reden, wir brauchen da noch jemanden. Wir sind jetzt ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja, finde ich schon auch. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, zwei Menschen kommen zusammen und die sind in der Polarität und dann müssen sie etwas Drittes haben, auf das sie sich beziehen können. Das kann jetzt sein, wir gründen eine Familie oder wir machen irgendwie gemeinnützige Tätigkeit. Wenn wir jetzt sagen, oder Hund, ja, wenn wir jetzt sagen, wir machen Familie, dann beziehen die beiden sich auf das Kind und bilden eine Dreiheit. Und irgendwann geht das Kind aus dem Haus und dann werden die drei wieder auf die zwei zurückgeworfen. Und jetzt müssen die zwei miteinander klarkommen. Dann kommt der Hund. Da kommt der Hund, die Enkel oder irgendwas. Also die beiden müssen sich wieder was Drittes suchen, weil die drei ist stabiler als die zwei. Das ist ganz, ganz fundamental. Beziehungstipp für alle, ne? Von mir. Ja. Sucht euch was Drittes. In Polarität, das macht nicht so viel Spaß. Bitte alle Beschwerden an Andreas Beutel. Ja, genau. Ja. Geometrische Paarberatung. Gibt es sowas, geometrische Paarberatung? Oder ist das gerade auch neu entstanden? Das ist neu entstanden. Ah ja, es kommt jetzt. Es ist Weihnachten. Wir haben noch eine Frage hier in Düsseldorf. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend, ich bin Daniel. Hallo Daniel. Meine Frage geht an die Runde und zwar, was mich so ein bisschen beschäftigt hier ist, warum muss man immer nach einem Sinn im Kosmos suchen oder nach einer höheren Macht oder sowas? Also reicht es nicht einfach quasi sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu finden, wie auch immer man das nennen mag und quasi seinen eigenen Sinn zu finden oder seinen eigenen Lebenssinn oder wie auch immer? Also
ich habe da persönlich quasi jetzt nicht so viel Verständnis, dass man immer nach einer kosmischen Fügung oder nach einem kosmischen Schicksal sucht. Also ja. Das ist eine schöne Abschlussfrage für heute Abend. Vielen Dank. Ich gebe es wieder an die Runde. Ich würde mich gerne daran versuchen. Gerne. Ich habe erst vor 2 Tagen mit einer Patientin darüber gesprochen, die den Sinn des Lebens verloren hat. Und dann sind wir auf diese Empfindungsebene gekommen. Ne? Weil wenn man es versucht, auf kognitiver Ebene zu lösen, dann in dem Moment, wo die Frage auf kognitiver Ebene entspringt, fehlt schon die Erfüllung, die man eigentlich sucht. Also sind wir auf die Empfindungsebene gegangen und haben mit dem Wort und der Idee von Sinn gearbeitet. Was bedeutet es, von Sinn erfüllt zu sein? Nämlich vollen Zugang zu seinen Sinnen. Und wenn man vollen Zugang zu seinen Sinnen hat, mit all den Empfindungen, über die wir heute gesprochen haben, dann entsteht daraus eine Empfindung, die wir als Erfüllung bezeichnen. Wenn wir allerdings alles verkopfen und komplett zerdenken, dann distanzieren wir uns. Dann fühlen wir uns wie eine leere, funktionierende Hülle und suchen uns. Und alles das, was vielleicht mal da nach Erfüllung sich angefühlt hat. Also es ist ein sehr, sehr sinnliches, damit habe ich ja auch heute quasi eröffnet, dass es ein Ganzkörpererlebnis ist. Und dass es nicht auf kognitiver Ebene stattfindet, sondern es wird gelebt. Albert Camus hat eine schöne Idee einfach gebracht. Der hat nämlich auch gesagt, wir brauchen keinen Sinn. Also er war ja auch Existenzphilosoph und hat auch gesagt, was soll man mit dem Sinn? So, das Leben fängt erst an, wo der Sinn aufhört. Party at the end of meaning. Mach eine Party am Ende der Sinn. Wo die Sinnlosigkeit quasi anfängt, fängt das Leben erst an. Da ist ja der T-Shirt-Spruch. Also es ist ein sehr, sehr körperliches Ding. Und ich glaube, wenn man sich, also da kann man sich extrem verrennen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht, auch wieder das Thema Demut. Ich persönlich sehe es nicht in meiner Rolle, überhaupt diese Frage zu stellen. Dankeschön. Einer meiner mathematischen Lieblingssätze, das Gödel'sche Theorem. Ich kann ein beliebiges Regelsystem im Sinne von Regeln oder Gesetzen aufstellen. Und es ist immer möglich, dieses System mit seinen eigenen Regeln ad absurdum zu führen. Das heißt, ich kann nie ein wasserdichtes Gesetzsystem erlassen. Das geht nicht. Hat Gott so gemacht in dieser Welt. Ja, weil immer irgendwo das Chaos eintritt oder eben Leonard Cohen singt in einem Lied, there is a crack in everything, so the light comes in. Also es gibt einen Riss in jedem Ding, so dass das Licht hineinkommt. Ja. Und wir können nie etwas Wasserdichtes machen. Und wenn wir jetzt, vielleicht ist unser Verstand so, dass er immer irgendwie, ich will das verstehen, warum das so ist. Ich will da Sicherheit. Aber der kosmische hier Clown oder Harlekin, der lacht dann immer, sagt, aber was ist in der Konstellation oder so. Und ich bin da völlig bei dem Fragenden. Man muss nicht immer in allem einen Sinn geben. Insbesondere eben auch dieses Beispiel, wenn jemand mitten im Krieg ist oder wir hören Geschichten, was Kindern passiert, was heute noch in anderen Ländern Kindern passiert, aber auch in unserem Land, und da irgendwie mit hochphilosophischen Sachen zu kommen und zu sagen, das hast du dir ausgesucht als Seele oder du wolltest die Erfahrung machen oder so, das ist sowas von arrogant und abgehoben. Das können wir nicht. Manche Sachen passieren einfach und da gibt's nicht einen Sinn. Wir können aus allem was lernen, ja, aber nicht alles hat einen Sinn, den wir verstehen wollen, müssen oder irgendwie. Das ist wieder unsere Suche, Sicherheit, Kontrolle und so weiter zu haben, aber können wir nicht. Geht nicht. Wir schließen, entnehme ich daraus. Wir schließen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an euch. Danke für die Unterstützung für dieses Projekt, die wir dringend brauchen, auch in Zukunft. Danke hier im Publikum, dass ihr uns besucht habt. Gerne auch mal als Hinweis für euch zu Hause. Wir sind dieses Jahr noch mit 3 weiteren Staffeln unterwegs und schaut einfach mal, wie ihr an die Tickets kommt, hier einen tollen Abend erlebt und ja, wie gesagt, uns und unser Projekt dabei helft, in die Zukunft zu führen. Ich weiß gar nicht, ob der Satz jetzt noch so in Ordnung war, aber ich habe so viel gesprochen heute Abend. Vielleicht hat es keinen Sinn mehr ergeben, vielleicht doch. Ich sage einfach vielen Dank und gute Nacht. Tschüss. Dankeschön. Auf Augenhöhe.